leider kein Bild vorhanden, ist kein Computerunglück. Das hat einfach den Grund, dass Orientalismus bzw. das Bild der Orientalen immer noch nicht aktualisiert ist, beziehungsweise natürlich auch nicht aktualisiert werden kann. Warum gestalten wir eine Veranstaltung in Erinnerung an Edward Said als Musikkritiker? Und warum betiteln wir sie gerade mit Popular Orientalisms? Weil das Wechselverhältnis zwischen dem Populären und der Studie Orientalism, beziehungsweise zwischen der Person Edward Said und dem Populären sehr interessant sein kann. Das ist immer das gleiche Lied, was ich jetzt hier schon seit Stunden spiele. Also das Bier auf Hawaii und der Seemann. Genau das andere, was Mara singt, das ist Winnetou bzw. Old Shatterhand. Dreimal das gleiche Lied. Also nicht genau, aber strukturell schon. Also Martin Böttcher bastelt seine Westernmusik aus dem Seemannslied. Da müsste man eigentlich, mal einen Vortrag zu machen oder eine Tagung. Lass uns einfach zurück zum Thema kommen. Das ist das Thema. Winnetou. Ja, ja. Winnetou ist also das Thema. Klar, Karl May schreibt seine Winnetou-Geschichten ja auch nicht aus eigener Anschauung, sondern aus Sachsen. Reiseerzählungen ohne Reise. Und der Seemann ist halt die Abenteurerfigur der Deutschen. Punkt. Tagung. Los. Mein Vortrag damit beginnen, dass ich Ihnen oder euch eine Packung Chips anbiete. Die Ästhetik der Bewerbung sowie die Geschmackskomposition lässt darauf schließen, dass das Produkt als etwas tendenziell Exotisches rezipiert werden soll. I should already point out at the start that I will not offer you conclusive answers on these matters, but rather pose some open questions. Und diese verschiedenen Schichten, denke ich, muss man freilegen. Also warum gefällt mir das, warum erreicht das meinen Körper, warum erreicht das andere Körper vielleicht nicht? Ich möchte nicht sagen, dass Saids Beschreibung des Orientalismus nicht zuträfe, weil ich glaube, dass sie das sehr wohl tut. Oder dass die skizzierte Logik von Identitätszuschreibung und gleichzeitiger Selbstaufwertung beziehungsweise auf der anderen Seite Abwertung, Entwertung, nicht existieren würde, weil ich glaube, dass sie existiert. Ich möchte mit diesem Vortrag aber darauf hinweisen, dass auch sie Grenzen besitzt und dass ich auch... Trotzdem, ich kann wenig mit dieser Idee von Kontrapunkt anfangen. Also wenn ich an meine Erfahrung denke, habe ich alle die verschiedenen Elemente, aus denen meine Kultur besteht, nicht als europäisch oder peruanisch oder lateinamerikanisch sortiert, sondern ganz einfach habe ich gedacht, die gehören zu mir. Good morning, everyone. Thank you for coming out at this early hour. So what I'll do today is speak about theoretically, the relationship between thinking critically, conceptually about race and the critique of Orientalism, and then I'll look at two different strands of popular music and images associated with it. Some early ones from the 1970s and 1980s, particularly Eurodisco in Germany, and then some more contemporary examples. Und damit muss man sich ja auseinandersetzen, wenn man nicht in so einer überzogen gesagt, traditionellen, extrem regional denkenden, konstruierten Welt leben möchte oder verbleiben möchte. Aber wer kauft das? Das ist Popmusik. Mhm. Die Leute wollen das kaufen, die wollen das hören, sie wollen eine Begeisterung spüren. Und damit die diese Begeisterung spüren, sozusagen muss man auch einsehen, dass man ein europäisches Label ist, was sozusagen diese Musik hier einem Publikum zugänglich machen möchte. Ja. Im Hintergrund ein Mann, ein Gemälde, ein Haremsbild.